Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Burger! Crashen jetzt einfach mal hier bei den Kollegen rein. Servus miteinander! 1, 2, 3. Gute Laune, Servus! Die Kollegen von Radio Energy, da gucken wir doch mal vorbei. So. Einmal schauen, wie ihr Radio auf der Wiesn funktioniert. Ja, eben. Also ich meine, weißt du, die Kollegen, wir wohnen ja hier alle auf der Wiesn. Da wollen wir mal gucken, wie es euch eigentlich so geht und ob die noch leben, ja? Servus. Servus. Geht's euch gut? Also, ja, noch geht's uns gut. Und euch? Wir sind ein bisschen überrascht. Was macht ihr? Wir dachten, wir besuchen euch mal. Wir wollten schon immer schauen, wie das mit dem Radio auf der Wiesn funktioniert. Ihr habt eine Kamera dabei, das heißt, ihr seid vom Fernsehen. Genau, von wiesengaudi.tv, der Online-Channel vom... Ich bin total verwirrt. Oktoberfest. Das sind wir gerade, gell, Anni? Ja, wie geil. Ich muss jetzt mal meine Kopfhörer auf. Ja, komm. Genau. Also seht ihr, liebe Zuschauer, so schaut das dann im Wiesnstudio aus bei den Radiokollegen. Es ist auf jeden Fall äußerst gemütlich und die Herrschaften müssen den ganzen Tag auf der Wiesenbank sitzen. Aber sie haben ein Kissen dabei, habe ich schon gesehen. Das ist immerhin etwas. Ja, also ihr könnt noch sitzen, oder? Wie ist die Lage bei euch? Sag mal, hier im Hofbräu, da kocht ihr aus allen Nähten heute. Wahnsinn. Also erstens, die Stimmung ist natürlich super hier in unserem Radiostudio und ich bin ja extrem überrascht. Ihr habt jetzt gerade unseren Moderationsplatz gecrashed. Aber so ist es unter Moderationskollegen und ja, schön. Schön, dass ihr da seid. Geht's euch gut? Ja, uns geht's gut. Und euch? Noch, ja. Man lebt so. Wie läuft's? Ja, also bis jetzt können wir nicht klagen, oder Tom? Wie schaut's bei dir aus? Nee, du, ich dachte mir so zur Wiesn-Halbzeit, gell, komm halt mal vorbei, wollen mal schauen, was ihr so erlebt habt. Was sind denn so eure Wiesn-No-Gos dieses Jahr? Also die No-Gos haben wir letzte Woche beispielsweise großartig erlebt. Lederhosen aus Stoff. Ja, aus Nylon, leicht entflammbar, du kannst sie anziehen und gehst in Flammen auf, ja? Super. Und wisst ihr, was auch total krass ist, haben wir hier festgestellt im Hofbräuzelt, aus dem Schuh Bierechsen, also die Mast in den Schuh kippen. Und dann Echsen. Ganz fein. Es geht immer noch abscheulicher, oder? Und? Aber ist es so extrem hier, besonders in dem Zelt? Es geht eigentlich. Ich glaube, es ist überall das Gleiche, ehrlich gesagt. Aber habt ihr so jemanden schon bei euch in der Sendung gehabt, der aus dem Schuh getrunken hat? Nicht aus dem Schuh, aber wir hatten diverse andere Gäste, lustige Gäste. Einer aus New York, aus Amerika, der einen kompletten weiß-blauen Anzug anhatte. Rudi Völler, gibt es da unten 10, die rumlaufen oder 20? Also alles ist wirklich... Aber woran erkennt man Rudi Völler an? Haben die eine schöne Perücke auf? Oder? Die beste Rudi Völler-Perücke, die man sich vorstellen kann. Auch leicht entflammbar. Und wen wir auch noch hatten, wir hatten den Chef von der Band da. Denn wir sind immer noch auf der Suche nach dem Wiesn-Hit 2015. Den gibt es nicht und er hat uns bestätigt, es gab es noch nie, es gibt keinen Wiesn-Hit. Ich meine, Atemlos wird ja dieses Jahr auch nicht gespielt, oder? Nein, aber es will ja jetzt auch allmählich, also nichts gegen die gute Helene, wir lieben sie ja alle und so weiter und so fort, aber irgendwann ist ja auch mal gut. Und ich finde das ganz toll, hier läuft gerade Blasmusik, schon bestimmt seit einer halben Stunde, ist der Hammer. Ich meine, wo gibt's denn sowas? Ja, alles traditionell. Ich bin total begeistert. Aber wen habt ihr denn jetzt schon auf der Wiesn gehabt, die letzten Tage? Habt ihr irgendjemanden großartig getroffen? Wir hatten die großartige Desi Denick bei uns in der Sendung. Oder Christine Neubauer, wer kennt sie nicht? Oder hier, wenn wir schon bei Atemlos sind, Florian Silbereisen. Oh, ja. Sehr gut. Servus, hey. Ich freue mich auch, zu uns kommt morgen Andreas Burani. Ach, guck mal an. Aber das ist echt stark, da kommen wir bei euch auch noch vorbei. Genau. Wir messen euch jetzt jeden Tag. Ich kann euch sagen, heute wird viel, lassen wir das. Aber Andreas Burani erfüllt sich nämlich einen Traum morgen, er wollte schon immer mal... Kapelle dirigieren. Genau. Wir verraten aber erst morgen, in welchem Zelt. Ja, gut. Das klären wir dann morgen. Wird aber nicht zufällig noch gleich ein Video dazu aufgenommen für eins seiner neuen Songs oder so, nein? Man weiß es nicht. Ja, da hat Energy wieder die Finger im Spiel, das spürt. Drei. Sag mal, ihr lebt ja jetzt auf der Wiesn auch, ne? So wie wir mittlerweile. Freut man sich schon, wenn das hier wieder alles rum ist? Mal ganz ehrlich, unter uns Kollegen. Also noch geht's und wir kommen noch fröhlich um 12 Uhr zur Sendung hier rein. Nach 6 Stunden sind wir da ein bisschen gestresst natürlich. Man muss aber auch mal sagen, der Herr hat Kaffee auf dem Tisch stehen, gell? Also hier ist nicht alles Bier, was glänzt. Aber wir hatten gestern noch Firmenwiesen. Also, und aber dafür schaut ihr echt frisch aus. Naja, es geht. Ja, also ich durfte schon, also sie hat mich geschminkt. Ich bin schon mal abgepudert. Ja. Gegen die Bierausdünstung ist es manchmal auch gar nicht so schlecht. Da muss man sich nicht schämen. Aber sag mal jetzt hier so, wenn ihr euch ein Wiesn-Hit wünschen dürftet, als Radiomoderatoren, was wäre denn dann so euer Wiesn-Hit? Für was schlägt das Herzchen? Ich muss echt sagen, ich bin total oldschool. Ich finde an Tagen wie diesen von den Toten Hosen finde ich saugeil. Ja. Oder Fanta 4 wäre auch mal geil. Stimmt, die da. Stimmt. Ja. Aber ihr habt doch die Connection darunter. Da muss man sich halt einmal anmelden und einmal ein bisschen was wünschen. Du hast völlig recht. Ja, du hast völlig recht. Geht halt einmal runter. Das mache ich später auch noch. Die Blaskapelle schon mal bei euch in der Sendung? Auch.
Wir hatten auch den größten Mann von der Wiesn auch schon da, 2,12 Meter. Ja. Können wir jetzt nicht mithalten. Wir Kleinen. Das haben wir raus. Das hat's raus. Ha, herrlich. Sag mal, und sonst so, was ist sonst die Lage hier im Hofbräu? Man sieht das ja jetzt hier sonst gar nicht, ne? Als Zuhörer sieht man das ja nicht, wie ihr hier arbeitet. Deswegen filmen wir das jetzt einfach mal. Ja, weißt du was? Ich muss jetzt mal unserem Redakteur Chris Bescheid geben. Ja. Chris, wir sind noch da. Wir wurden gerade gecrashed. Gleich sind wir wieder bei dir. So macht man das halt auf der Wiesn. Nämlich bei Energy im Studio und unterstützt uns, aber mehr wird nicht verraten, weil das ist alles ein Radiogeheimnis. Ah, okay, das Radiogeheimnis. Hier sind natürlich die Mikrofone und... Hat er gute Nerven oder ist er jetzt super? Die braucht er aber auch, weil mit uns ist es einfach. Ja, also wir sagen danke für den Besuch, also dass wir mal gecrashed haben. Ne? Sehr gut, schön. Also wie gesagt, ihr werdet uns jetzt nicht mehr los, wir sind nämlich sehr anhängliche, nette Menschen und wir kommen immer und immer wieder vorbei. Herzlich eingeladen. Total toll jetzt. Einen Musikwunsch abgeben? Gerne, was darf sein? Ladies first. Helene Fischer. Toll. Ja, dann wünschen wir uns doch für die Dani an Tagen wie diesen. Oh. Ja, okay. Und zwar da unten. Ja, genau. Sehr cool. Vielen Dank und euch noch viel Spaß auf der Wiesn. Fair Schatz aus, gell? Ja, dir auch. Servus. Schön, Servus. Das. Tschüss.